Das ist der Sound, den Motorsportfans lieben. Die Traditionsmarke Porsche hatte sich mehr als 16 Jahre aus der Langstrecken-Weltmeisterschaft herausgehalten. Nun steht die Rückkehr in die LMP1-Klasse bevor. Mit dem Slogan Mission 2014 Our Return startet Porsche wieder beim prestigeträchtigen 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Der Titelrekordhalter von Le Mans will nicht mehr nur in Erinnerungen leben, er will neue Erfolge schaffen. Wir haben im Prinzip von null angefangen, mit einem extrem kleinen Team, also wirklich nur eine Handvoll Leute, uns das Konzept überlegt, sind dann relativ schnell gewachsen, haben sehr lange an dem Konzept getüftelt, sage ich mal, weil wir hatten im Prinzip so ein Moving Target, was das Reglement anging. Das Reglement hat sich ständig noch weiterentwickelt und geändert. Das neue Reglement stellt nicht nur die Ingenieure vor eine schwierige Aufgabe, auch die Rennfahrer müssen sich anpassen. Timo Bernhard geht 2014 für Porsche in der Le Mans Prototypen 1-Klasse, kurz LMP1, an den Start. Also die Porsche-Rückkehr in 2014 wird begleitet mit dem neuen Reglement für die LMP1-Klasse und da wird viel mehr Wert auf Effizienz gelegt. Das heißt, man muss klar so schnell wie möglich fahren, aber auch so wenig wie möglich verbrauchen. Neue Herausforderungen, die auch die Herzen alter Le Mans-Hasen höher schlagen lassen. Der ehemalige Rennleiter Manfred Jantke kennt die Unterschiede. Der gravierendste Unterschied zu Le Mans damals und heute ist die Bedienung der Fahrzeuge. Damals, wir hatten Zeit. Wir haben eher gebremst, mussten durch die Kulisse runterschalten. Also das hat sich erstreckt über viele Sekunden. Heute hat sich das in einer Weise komprimiert. Alles hat sich zusammen. Sie bremsen ganz spät, die schalten mit Bam, Bam, Bam sind die Gänge drin. Also heute für den Fahrer ist der Stress, dass er in ganz kurzer Zeit, in einer komprimierten, im Zeitraffer alles erledigen muss. Dass ein Porsche schnell fahren kann, ist kein Geheimnis. Doch es geht um Le Mans. Und dass die Stuttgarter seit Jahren an dem Rennen nicht teilgenommen haben, erhöht den Druck. Das weiß auch der erste Porsche Le Mans Gesamtsieger, Hans Herrmann. Das ist die Kontinuität, diese Strebsamkeit, die Zuverlässigkeit. Es ist sehr, sehr wichtig, dass man nicht jetzt nur einmal schön schnell ist, sondern dass man das auf lange Distanz und auf über lange Jahre halten kann. Und da hoffe ich jetzt eben, gibt es den Anschluss 2014, dass das also so wieder weitergeht. Das Team um den Direktor Fritz Enzinger will eine neue Ära schaffen. Hohe Performance bei guter Effizienz. Ein Merkmal, von dem auch der Privatkunde profitieren wird. Die Faszination Le Mans ist einfach der Mix aus einfach Teamgeist, Strategie, Technik. Und einfach so ein 24-Stunden-Rennen ist so lang. Und das ist die Faszination, das ganze Umfeld. Und einfach auch für einen Hersteller hochinteressant ist, einfach Technologie und eben Dauerhaltbarkeit zu beweisen. Von der Rennstrecke zur Serie. Das Rennen von Le Mans als Test für den Alltag. Ich bin eigentlich ganz happy, dass es jetzt den Schritt gibt, dass Le Mans wieder dieser Technologieträger wird für die Zukunft vom Automobil, Zukunft fürs Rennen, mit diesen ganzen Hybridtechniken, mit den zugestandenen Benzinmenge und diesen elektrischen Helfen und die Hybridhilfen und so weiter. Das Einzige, wo ich ein bisschen Angst habe, dass am Ende vielleicht der Fahrer überfordert wird, dass der zu viel auf andere Sachen schauen muss und am Ende vergisst er auf die Strecke zu schauen. Und das ist der Hoffnungsträger der nächsten Rennsaison. Details will Porsche noch nicht verraten, schon gar nicht der Konkurrenz, die bereits Erfahrungen mit der Hybridtechnik sammeln konnte. Wir sind definitiv in meinen Augen der Underdog. Ja. Aber das heißt lange nicht, dass wir nicht erfolgreich sein wollen oder auch nicht glauben, dass wir erfolgreich sein können. Mission 2014 Our Return. Man darf gespannt sein. Ex-Porsche-Rennfahrer Richard Atwood weiß, wo er seinen Wetteinsatz machen wird. I think my money might be with Porsche. Auch der zweifache Sieger von Le Mans, Gijs van Lennep, setzt auf Porsche. Ich denke, dass es sehr gut ist für die Firma und sehr gut für Porsche, dass die wieder eine Chance haben zu gewinnen. Und ich mache meine Geld drauf.